Es hat uns, hat uns wehgetan, wird uns aber nicht umhauen. Und wir werden weitermachen. Wir sind noch über dem Strich und da werden wir auch bleiben und werden jetzt die Köpfe wieder hochbekommen, so schnell wie möglich und uns aufs nächste Spiel vorbereiten. Danke. Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick, liebe Herr Tanerin und Herr Taner. Auch diesmal präsentiert von 94.3 RS2. 1:6 hieß es am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Leipzig. Rein ergebnistechnisch klingt das ja nach einer ganz klaren Angelegenheit. Das Ergebnis kann und wollte Tayfun Korkut auch gar nicht kleinreden, aber eben auch nicht die gute Leistung seiner Mannschaft in den ersten 60 Minuten. Damit war der Coach durchaus zufrieden und darauf will er auch jetzt in dieser Woche aufbauen. Nach individuellen Laufeinheiten zu Wochenbeginn ging es am Mittwoch mit Ball wieder zurück auf den Trainingsplatz. Freiburg calling. Trainingsplatz bereits vorbereitet, die Übungen einsatzbereit, die Torhüter schon auf dem Rasen, aber der Rest der Mannschaft samt Trainerteam ließ beim Auftakt am Mittwoch ein wenig auf sich warten. Das hatte nichts mit Demotivation oder Gemütlichkeit zu tun, eher genau das Gegenteil war der Fall. Coach Tayfun Korkut bat nämlich vor der sportlichen Einheit auf dem Platz zu einer intensiven Videoanalyse in den Katakomben. Vorbereitung ist eben das A und O. Mit frischen Eindrücken und mit einer halben Stunde Verspätung betraten Mannschaft und Trainerteam dann aber doch das frische Grün. Er will das Pendel, das Spielglück, wieder auf unsere Seite bekommen, so Coach Tayfun Korkut bei einer Medienrunde zum Wochenbeginn. Beeinflussen kann man Glück im Fußball natürlich nur bedingt, aber mit der richtigen Dosis aus taktischen Inhalten, Emotionalität und ausgetüfteten Matchplan kann man den Ausschlag des Pendels definitiv in die richtige Richtung steuern. Bei diesem Vorhaben wieder mit an Bord sind der Covid-genesene Suat Serda und nach langer Verletzungspause auch wieder unser Kapitän Dedrick Boyata. Nach wochenlanger Pause kann Dedu endlich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Stefan Jovetic trainierte derweil individuell. Unsere Nummer 19 hatte beim Spiel gegen Leipzig einen Zwicken im Oberschenkel gespürt und absolvierte deshalb vorsichtshalber ein individuelles Programm. So auch unser französischer Neuzugang Kylian Nsona, der mit Athletikcoach Hendrik Fied weiter fleißig an seinem Comeback arbeitete. Während Nils Körber nach langer Verletzungspause wieder ins Torwarttraining einsteigen konnte, befanden sich Rüne Jahrstein und Oliver Christensen weiterhin im individuellen Aufbau. Das galt auch für Marton Dardai. Für das Corona-Lazarett rund um Niklas Stark, Prince Boateng, Jochen Ecklenkamp, Lukas Klünter, Dongyung Lee, Maxi Mittelstädt und Marvin Plattenhardt kam das Auftakttraining hingegen noch zu früh. Sie alle können sich aber im Verlauf der Woche freitesten. Fakt ist, nach der Halbzeit gelang uns beim Spiel gegen Leipzig nicht nur der Ausgleich, sondern bis zur roten Karte von Marc-Oliver Kempf auch ein mutiger Auftritt mit zwei Großchancen durch Stefan Jovetic. Die ersten 63 Minuten bezeichnete Tayfun Korkut als ein Spiel, auf dem er in Zukunft und am besten schon am Samstag um 15.30 Uhr aufbauen möchte. Aber apropos Zukunft. Unser Youngster Anton Kade feierte beim Spiel gegen RB Leipzig sein Profidebüt in der Bundesliga und belohnte sich damit für seine zuletzt tolle Entwicklung. Der 18-jährige Linksaußen ist neben Linus Gechter ein weiteres Eigengewächs, was in dieser Saison den Sprung in die Bundesliga erfolgreich gemeistert hat. Die Entwicklung vom Bubi zum Profi zu beobachten, macht uns als Verein bei jeder einzelnen Trainingseinheit besonders stolz. So also auch an diesem Mittwoch. Den nächsten Schritt auf der Karriereleiter ist zu Beginn dieser Woche auch Mesut Kesik gegangen. Der 18-Jährige hat am Montag seinen ersten Profivertrag bei unserer alten Dame unterzeichnet, mit dem er sich ab Sommer an unseren Verein binden wird. Sehr schön. Also als gebürtiger Berliner ein Traum in Erfüllung gegangen. Bei Hertha BSC mein Profivertrag unterschrieben zu haben. Es gibt nichts Besseres. Also ich habe für diesen Tag jeden Tag gearbeitet. Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2018 vom 1. FC Union in unsere Fußballakademie. Nach zwei Spielzeiten mit unserer U17 in der B-Junioren-Bundesliga gelang ihm zur Saison 2020/21 der Sprung in die U19, für die der 1,83-Meter-Mann in der aktuellen Runde bislang in 11 Einsätzen bereits 7 Scorerpunkte sammelte.
mit seinen Leistungen empfahl sich der Kapitän auch schon für die deutschen U-Nationalmannschaften, für die er seit der U16 zum festen Kern gehört. Jetzt also der logische nächste Schritt mit dem ersten Profivertrag. Ja, das ist immer ausschlaggebend, wenn ein junger Spieler besondere Leistungen bringt, auch in der Jugend Leistungen bringt, die herausragend sind, als Kapitän natürlich der U19. Ist Mesut ein sehr, sehr, sehr wichtiger Spieler mit sehr viel Potenzial für die Zukunft und der Weg ist jetzt nicht mehr ganz so weit gefühlt, aber trotzdem ist es ein weiter Weg und ich bin mir sicher und seine Arbeitseinstellung ist optimal und ist sehr gut. Er will immer lernen, will besser werden und das wird er hoffentlich auch dann bei den Profis dann auch tun. Erstmal noch einen Job zu erledigen und muss mit der U19 Deutscher Meister werden. Die Nummer 5 unserer A-Junioren grüßt aktuell in der Bundesliga als ungeschlagener Tabellenführer von der Spitze der Tabelle. Bei der Mission Meisterschaft wünschen wir jetzt aber erstmal weiterhin viel Erfolg, bevor es dann ab Sommer herzlich willkommen bei den Profis heißt. Die UEFA Champions League ist zurück in Berlin, und zwar bei unserer E-Football-Abteilung. Am vergangenen Sonntag duellierte sich unser E-Footballer Cihan in der höchsten internationalen Klasse. Ja, was die Champions League bei unseren Profis auf den Rasen bedeutet, das ist uns allen klar. Aber wie genau läuft das an der Konsole ab? Das erklärt uns unser Cihan mal ein bisschen genauer. Ja, die E-Champions League ist eigentlich sozusagen wie im Fußball die Champions League, halt in unserem Bereich. Dafür konnte man sich halt über ein Online-Turnier qualifizieren und aus jeder Region durften halt 16 sich qualifizieren von über 300-400 Spielern. Ja, ich war einer von denen und hatte heute das Turnier halt in der E-Champions League. Lief leider nicht so gut, aber dennoch ist es natürlich immer wichtig, sich für sein Turnier zu qualifizieren. Und wenn man auch die Ergebnisse jetzt bei mir schaut, waren das wirklich sehr knappe Ergebnisse. Und den Sieg zum Beispiel, den ich geholt habe, war sehr hoch. Oh, ja, leider hat es am Ende nicht gereicht. Kann man aber nichts machen. Trotz einer wirklich guten Leistung hat es für das Weiterkommen am Ende nicht gereicht. Das Auftaktmatch hatte Cihan nach einem Unentschieden noch souverän gewonnen, danach aber leider 3 knappe Niederlagen kassiert, was im Swiss-Format das vorzeitige Aus bedeutet. Trotz des Ausscheidens überwog am Ende die Erfahrung und das tolle Erlebnis. Generell diese Atmosphäre ist einfach überragend, auch die Hymne von der Champions League, das ist schon richtig geil. Also vor allem, wenn dieses Turnier heute offline stattgefunden hätte, würde es natürlich noch mal mehr einen pushen, weil vor Ort sind ja auch sehr viele Leute. Da macht es auch ein bisschen mehr Spaß, ehrlicherweise. Aber natürlich ist die E-Champions League oder die Weltmeisterschaft die zwei wichtigsten Turniere international. Und in Deutschland kommt halt natürlich ganz klar die virtuelle Bundesliga. Ja, und in dieser virtuellen Bundesliga ging es am Mittwochabend mit den nächsten beiden Spieltagen gegen Mainz und Sandhausen direkt weiter. Dabei konnte unser FIFA-Team 4 Punkte im Spiel gegen Mainz und 5 Punkte gegen Sandhausen sammeln. Damit befinden wir uns aktuell auf Platz 7 der Tabelle und in Reichweite der Playoff-Plätze. In der nächsten Woche geht es dann an der Konsole gegen Eintracht Frankfurt und Jahn Regensburg weiter. Das sind übrigens die beiden letzten offiziellen Matches in der laufenden Saison. Die Daumen sind gedrückt und wir wünschen für den Endsport viel Erfolg. Für die E-Footballer geht es gegen Frankfurt und Sandhausen. Bei unseren Profis auf dem Rasen wartet am Samstagnachmittag der SC Freiburg. 37 Punkte nach 23 Bundesligaspieltagen bedeutet bei den Freiburgern indes zweitbeste Punkteausbeute in der Bundesliga-Geschichte. Nur in der Saison 1994-95 waren es umgerechnet Mehrzähler. Damals wurde der SC Freiburg am Ende übrigens Dritter. Das Fundament dieser erfolgreichen Saison ist vor allem die defensive Stabilität. Mit 26 Gegentoren stellen sie zusammen mit Mainz 05 und dem FC Bayern München die beste Defensive der Liga. Erheblichen Anteil daran hat nicht nur Abwehrchef Nico Schlotterbeck, sondern auch Keeper Marc Flecken. Der Niederländer ist mit einer Quote von 80% abgewehrten Torschüssen der beste Torhüter in dieser Bundesliga-Saison. Neben einer stabilen Defensive ist die Mannschaft von Christian Streich gerade bei ruhenden Bällen brandgefährlich. Freiburg traf bereits 18 Mal in dieser Bundesliga-Saison aus Standardsituation. Das ist Bundesliga-Spitze.
Nicht verwunderlich also, dass die Breisgauer auch schon bereits 12 Kopfballtore aufweisen können. Auch das ist ein neuer Vereinsrekord für eine Bundesliga-Saison. Unsere Herthaner sollten also gerade bei den Standards hellwach sein und aus dem Hinspiel gelernt haben. Bei der 1:2 Heimniederlage resultierten beide Gegentore aus einem ruhenden Ball. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir treffen jetzt auf eine Mannschaft, die jetzt, ich habe es mal vor Wochen gesagt, die einfachen Dinge außerordentlich gut machen. Und das ist genau so eine Mannschaft, die an den Basics unheimlich gut arbeitet, die als Mannschaft unheimlich gut funktioniert und deswegen auch da oben steht. Und genau oder mindestens das Gleiche müssen wir auf den Platz bringen. Das heißt, mit der gleichen Intensität spielen, wer letztendlich dann auf dem Platz steht. Ja? Wenn wir es dann als Mannschaft auffangen müssen, den einen oder anderen Ausfall, das ist dann natürlich auch unser Job. Ja? Von daher bin ich da auch zuversichtlich, dass die dann letztendlich dann das Spiel beginnen und auch dann fortführen, dass die alles dafür geben werden, dass wir punkten. Die Bilanz von Taifun Korkut gegen den SC Freiburg sieht gar nicht so schlecht aus. Der 47-Jährige sammelte in 5 Spielen nur eine Niederlage gegen Freiburg. Ja, Wendepunkt 24. Spieltag. In der letzten Saison gelang uns nach 9 sieglosen Spielen am 24. Spieltag gegen Augsburg der Turnaround. Danach verloren die Jungs nur noch 2 Spiele und hielten am Ende die Klasse. Mit Alexander Schwolo, Wladimir Darida und Marc-Oliver Kempf stehen aktuell 3 Ex-Freiburger in unserem Kader. Im Jahre 2004 sah das aber noch ganz anders aus. Ein Spiel und seine Geschichte. Und nun, liebe Freunde, hört gut zu. Es war einmal. Das Jahr 2004. Badenova-Stadion in Breisgau und kein Ex-Freiburger im Kader der von Falco Götz trainierten alten Dame. Bei den Berlinern stand gegenüber der 0:1-Niederlage gegen Dortmund Kovac nach einer abgesessenen Gelbsperre wieder auf dem Platz. Außerdem rotierten Christian Müller und Raphael in die Mannschaft. Und Kovac und Raphael, ja, denen gehörte auch die erste große Gelegenheit dieser Partie. Raphael löste sich von Schumann, wurde von Kovac angespielt und schob die Kugel durch die Beine vom SC-Keeper Götz. Doch Stefan Müller erwischte das Leder kurz vor der Linie. Die Anfangsphase gehörte definitiv den Blau-Weißen, doch sie ließen beste Chancen ohne Torerfolg verstreichen. Der SC Freiburg hingegen brutal effektiv. 25. Minute, Kairo im Laufduell schneller als Arne Friedrich und der Niederländer schob den Ball aus 12 Metern eiskalt an Fiedler vorbei ins lange Eck. 1:0 für die Hausherren. Kurz vor der Pause, dann aber doch die Belohnung für den hohen Aufwand. Gilberto luchste Iashvili den Ball ab, passte zu Marcelinho, der von der linken Seite zu Raphael spielte. Der Angolaner war schneller als Müller und Golz und traf zum Ausgleich. Hertha war spielerisch stärker und drängte auf die Führung. Diese sollte in Hälfte 2 folgen. 50. Minute und eine angolanisch-brasilianische Kombination. Marcelinho spielte in die Mitte zu Raphael, der Schumann abblockte und Gilberto das Leder überließ. Der Brasilianer schoss trocken aus 14 Metern zur Führung ein. Daraus folgte eine turbulente Schlussphase. Erst verschoss Marcelinho einen Elfmeter fahrlässig, dann machte es die Nummer 10 nur wenige Minuten besser und bediente mit einem Freistoß den freistehenden Matlung-Muster gültig. Erst Latte, dann Friedrich, dann Tor. Das 3:1, auch End- und Schlusspunkt dieser hektischen Partie im Breisgau. Ja, liebe Herthanerinnen und Herthaner, wer den Faktencheck aufmerksam verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass am 24. Spieltag der vergangenen Saison die Trendwende gelang. Jetzt geht es am Samstag, am 24. Spieltag, nach Freiburg und wir wollen mit den guten 60 Minuten gegen Leipzig im Rücken endlich die ersten 3 Punkte in diesem Jahr sammeln. Alles rund um taktische Analysen, mögliche Aufstellungen, Informationen zum Personal und so weiter und so fort, das erfahrt ihr wieder in unserer Matchday Warm-Up Show am Samstag um 11 Uhr. Diesmal wird Marco Rehmer wieder mein Gast sein, also es lohnt sich einzuschalten. In diesem Sinne, bleibt gesund, auf ein gutes Spiel unserer Jungs und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao.